Pokémon Go, die App aus der Hölle? Pokémon Go ist der letzte Dreck. Alle hängen noch am Handy. Und die Kinder, kann bitte wenigstens endlich einer mal an die Kinder denken. Früher haben wir im Dreck gespielt, sind durch die Büsche gesprungen. Und heute? Smartphones sind böse. Und Pokémon Go ist doch viel böser. Ich kann es nicht mehr hören. Geh mir doch bitte nicht auf die Nerven mit diesem "früher war alles besser" Gesabbel. Und damit meine ich nicht nur Leute über 50, nein, auch erschreckend viele junge Menschen fahren diese Schiene. Eben solche, also ich habe überhaupt keinen Fernseher zu Hause, Leute. Ja, ja, ist ja gut. Die deutsche Fernsehlandschaft war früher niveauvoll, trashfrei und durch die Bank weg bildend. Heute verblödet ist die Menschheit nur noch. Hm, ist richtig. Ich sag nur Tutti Frutti. Es gibt Leute, die einen dumm machenden Fernseher zu Hause haben, es gibt Smartphones und es gibt Pokémon Go. Findet euch damit ab. Am schlimmsten finde ich ja Künstler, die ihren Fans auf Konzerten eine Standpauke darüber halten, dass sie nicht filmen sollen, dass sie ja keine Fotos machen sollen, damit sie die Show genießen können. Ja klar, mich nervt's auch wie verrückt, wenn irgendein Typ einen ganzen Song filmt oder nicht aufhört, seinem Kumpel zu schreiben, wie geil das Konzert ja ist. Aber das Letzte, was ich will, ist, mich von Beyoncé und Co. von der Bühne aus belehren zu lassen. Mal davon abgesehen, dass ich ein Konzert von Beyoncé gar nicht besuchen würde. Und wenn ich 50 Euro oder mehr für einen Musiker ausgebe, dann möchte ich auch entscheiden, wie und wo ich mir sein Konzert ansehe und wenn ich die gesamte Zeit auf dem Klo verbringe und Pokémon fange. Apropos, so schlecht ist die App doch gar nicht. Ich meine, es hat hunderttausende Gamer endlich mal wieder vor die Tür gebracht. Und eine App, die das schafft, kann doch nun wirklich nicht teuflisch sein.